So, willkommen zur nächsten Aufnahmesession, wahrscheinlich zur letzten, wo wir erfahren werden, ob wir hier wirklich in einem Bad Ending sind. Denn wenn wir in einem Good Ending wären, fände ich das sehr, sehr krass. Aber nicht weiter aufhalten, ab ins Game. Ne, wir müssen auf die zweite. Ach, wir sind schon auf der zweiten Seite. Epilog. Load Game. Okay, im Prolog ist jetzt nicht wirklich viel, was sich wirklich lohnen würde zu analysieren, also in meinen Augen. Aber das hier ist interessant. In this case, the result is what happened to Lyanna, and the reason is my actions. The reason is my actions. Müsste dann das auch nicht. Nein, stimmt, müsste eigentlich gar nicht. So, also er gibt sich die Schuld dafür, wo ich auch immer noch denke, dass wir in einem Bad Ending sind. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Hat der einen Teppich an der Wand? Ja, okay, das ist in Russland ja üblich. Und ist das ein Bild von Jenna? Na, ich will jetzt auch hier nicht sein ganzes Zimmer zerpflücken. Okay, die Autoren lassen das Ganze jetzt hier sich so ein bisschen aufschlüsseln und geben uns halt Hints, also Hinweise darauf, was wir das nächste Mal besser machen können. After all, she could not just do that for no reason. No, Lena is not like that. Also sie hat das Ganze nicht ohne Grund getan. Das bedeutet, wir haben irgendwo einen Fehler gemacht. Also das ist ja das, wo wir beim ersten Durchlauf Angst hatten, dass wenn wir da auch nur den kleinsten Fehler machen, dass wir dann sofort in Bad Ending rasseln. Also Alyssa war ja relativ human in Anführungszeichen, aber Lyanna scheint echt hart zu sein. Da müssen wir wirklich noch mal jede Aktion. Entschuldigung. Da müssen wir wirklich noch mal jede Aktion überdenken, wenn wir das noch mal machen. Also ich weiß nicht, ob ich das aufnehmen werde oder wir das aufnehmen werden, eher gesagt. Aber ich habe auf jeden Fall den Ehrgeiz, hier nochmal das gute Ende rauszukitzeln und nochmal jede Entscheidung einzeln zu überdenken. Da könnte man eigentlich auch gut wieder so einen Cut draus machen, wie wir den in der ersten Season gemacht haben. Ah, okay, unser Charakter macht was und zwar eine Kerze anzünden, die er gerade gefunden hat. Eine Gedenkkerze für Lyanna? Oder macht er damit jetzt irgendeinen Blödsinn? Okay, der Charakter scheint hier jetzt seine Melancholie auszuleben. Die Kerze hat er übrigens für Lyanna wirklich angezündet und macht damit keinen Blödsinn. Und er philosophiert jetzt über die Sterblichkeit, dass das Leben jedes Menschen auch nur eine Kerze ist, die abbrennt und so etwas. Ganz interessant fand ich das hier: The Wind May Blow, also Gone with the Wind. Wind, nicht Wild, ist ja auch so ein Motiv des Buches, was Lyanna ja am Anfang liest. Wo es jetzt praktisch wäre zu wissen, was in dem Buch steht, was ich aber leider nicht tue, weil ich so romantische Bücher eigentlich nicht lese. Er vergleicht hier weiter alle Kerzen mit Leben und sagt, dass es verschiedene Kerzen gibt. Und er fragt sich gerade, ob es wirklich Zeit für Lena war, Lyanna, also ob es wirklich Zeit für Lyanna war, zu sterben oder ob sie halt vor ihrer Zeit gelöscht wurde. Och, wie romantisch. Jetzt wünscht er sich hier, er könnte seine verbleibende Lebenszeit an Lyanna weitergeben. Das ist ein ganz schönes Motiv. Das ist auch hier wieder mit der Kerze, sind ja typische Trauermotive jetzt alles. Und er scheint sich auch umzubringen, weil er mit Lyannas Selbstmord echt nicht klargekommen ist. Yo, Bad Ending würde ich sagen. Verdammt, dabei haben wir uns so viel Mühe gegeben, aber wahrscheinlich ist zu viel Gutes auch nicht gut. Wahrscheinlich haben wir Lyanna einfach zu viel zugemutet und haben uns einfach ihr zu stark aufgedrängt. Und am Ende konnte sie es einfach nicht verkraften, dass wir sie verlassen haben, weil wir vorher zu wichtig für sie geworden sind. Wäre jetzt meine Analysetheorie an dieser Stelle. Und er wünscht sich jetzt natürlich, dass er wieder mit Lyanna zusammenkommt, also dahin kommt, wo Lyanna auch ist. We'll catch the bus together. Also der Bus ist ja ein Hauptmotiv im ganzen Spiel und dann halt den Bus zusammen erwischen. Denn auch Lyanna hatte ja kurz vor ihrem Tod noch gesagt, dass sie uns wiedersehen wird. Und der Hauptcharakter wiederholt hier noch so ein bisschen den Satz in abgewandelter Form, den Lyanna ja auch gesagt hat: We will sorely met, forgive me. Und? Ist das jetzt das Ende? Ding, it's down the road, not. Bad End, genau, wusste ich's. Ah, trotz der besten Absichten sind wir hier in ein Bad Ending gerasselt. Das war so nicht geplant. Das ist nämlich das, was wir von Anfang an schon im ersten Durchgang erwartet haben, dass auch nur der kleinste Fehler einem diese Bad Endings einbringt. Denn die meisten Visual Novels sind ziemlich unforgiving, also die vergeben keine Fehler. Entweder ist
Alissas Route, die wir ja eingeschlagen haben, wo wir uns damals ja sehr über das gute Ende gefreut haben und auch gewundert haben. Entweder ist die einfacher oder wir hatten im ersten Durchgang einfach verdammtes Glück. Also, ich bin immer so ein bisschen dagegen, wenn ich ehrlich bin, dass man wirklich in diese Komplettlösungen reinguckt. Aber ich glaube, das werde ich mal machen. Das macht einem zwar im Nachhinein die ganze Atmosphäre kaputt. Ach, das ist der Abspann. Ich dachte, warum kommt er denn nochmal vor? So, ja, als Fazit würde ich zusammenfassen, dass Lienas Geschichte doch schon sehr interessant ist, auch ziemlich düster teilweise und ziemlich abgefuckt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, und ich höre auch von Mumphy das Gleiche, Lienna als wirklich als Identifikationscharakter oder als Charakter, den man mag, fand ich jetzt nicht so. Ich fand sie jetzt nicht so mega sympathisch. Ich fand sie halt mega süß mit ihrer Schüchternheit. Und das mit der Maske. Vielleicht lernt man sie besser kennen, wenn man wirklich ins gute Ende kommt. Aber die Alissa-Geschichte hat mir einfach besser gefallen. Ja, wahrscheinlich auch größtenteils deswegen. Genau. Entschuldigung. Besonders, weil ich das auch. Weil es da halt wirklich viele Parallelen zu Sachen gab, die ich erlebt habe. Und bis auf einen gewissen Grad ist Mumphy dem Charakter der Alissa auch etwas ähnlicher, obwohl man dazu sagen muss, da gibt es schon große Unterschiede. So, End und End. Ja, okay, da muss das noch bis oben durchlaufen. Was natürlich auch sein kann, ist, dass das Ganze so aufgebaut ist, dass man erstmal das schlechte Ende mit Lyanna erwischt und dann erst das gute Ende überhaupt spielen kann. Gucken wir mal, was Uhu hier sagt. Alissa gut, Lyanna bad und ja, irgendwelche anderen Enden haben wir noch nicht. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei allen Zuschauern, die bis hierhin in Anführungszeichen durchgehalten haben. Ich hoffe, ich habe euch mit meinen kleinen Storys zwischendurch nicht zu stark abgelenkt und ich hoffe, die Analyse ihres Charakters hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken nochmal und bis dann. Endcard ist bei der Größe meines Minikanals hier eigentlich relativ unnötig.